Dann hat er erstmal alle Räume, die er braucht. Oder er hat eine Wohnküche, dann können wir uns die Wand da sparen. Oder die ist so offen, dann können wir uns da die Tür sparen zumindest. Okay. Von der Farbe her würde ich das hier tatsächlich sogar übernehmen. Was ist denn das Zimmer? Hä? Welches Zimmer hatte ich denn da gerade? Das hier. In welchen Farbtönen gibt es denn das noch? In Braun? Und in Grau, das ist mir zu dunkel. Er hat bestimmt braune Wände. So. Und was können wir uns da noch abgucken? Jetzt habe ich schon wieder das Zimmer verlegt. Oh, ich habe das Zimmer verlegt. Oh nein. Da, das zweite, okay. Ein Kamin hat er nicht. Aber die Lampe finde ich ganz gut. Die hat was Gemütliches. So. Und vielleicht hat er sogar noch einen so einen Schrank. So. Die Wand darf natürlich auch eingefärbt sein. So, er hat ja einen warmen Braunton. Das Schlafzimmer. In einem hellen Grün. Und das Bad hat er in Fliesen, genau. Er ist da nicht so. Ich glaube, das Bad müssen wir noch eins länger ziehen. So, das Haus von außen braucht natürlich auch noch eine Farbe. Da müssen wir jetzt ganz schön aufpassen, dass sie nicht so viel kostet. Ja, warum nicht? Hat was. Warum nicht? Wir nehmen einfach mal das hier. Die Eingangstür haben wir ja eigentlich noch, oder? Aber wir nehmen jetzt erstmal noch die Lampen, die wir jetzt hier haben. So, das ist für die Küche. Fürs Schlafzimmer. Das ist fürs Bad. Und noch eine fürs Wohnzimmer. So. Das Bild von sich selber hat er ja im Schlafzimmer. Da fehlt bloß noch das Bild seiner Lieblingsfrau daneben, aber noch hat er keine. Dann der Bücherstapel, der ist direkt neben seinem bequemen Sofa. Ah, er hat ja hier noch eine Couch. Ja. Also für Gäste. Moment, das wird ja wohl passen. Das färben wir natürlich um. Das kommt auch in so ein. Ja, entweder braun oder blau. So, dann passt das so ein bisschen zu den anderen Sachen. Okay. Er hat einen kleinen Tisch. Den hat er hier in seiner Küchenzeile noch so ein bisschen mit drin. So. Das kann ja ein bisschen Deko sein neben seinem Bett. Ja, die Bar kommt dann eben nach draußen. Ih, die ist ja dreckig.
Also Don, das hätte es ja echt mal aufräumen können, wirklich. Er hat halt keinen Platz, ne? Da muss man ein bisschen erfinderisch werden. Was, die siffig, aber wirklich. Dann kommt der Stuhl hier hin. Ist ein bisschen doof, dann kommt er ja nicht mehr in das Zimmer rein. Ja, muss ich mal kurz noch drüber nachdenken. So, also, er geht erst zum Kühlschrank. Dann macht er sich was zu essen. Und dann, so. Also Kühlschrank schneiden und dann ab in den Ofen. Der Sitzbereich, der müsste eigentlich. Er muss ja ins Schlafzimmer und er muss ja ins Bad. Da können wir jetzt nicht alles vollstellen. Na, anders geht's irgendwie nicht, ne? Dann mache ich es erstmal so. Dann braucht er noch vernünftige Türen. Dann, das hier wäre eine gute Haustür. Muss mal gucken, ob die passt. Also rein optisch, ob die hübsch ist. So, die wäre denn hier. Warte. Und jetzt glaube ich mit Plus. Uah, komm nochmal. Ja, meine Maus ist heute ein bisschen hakelig. Eine schwarze Tür. Weiße Tür. Na, das passt gar nicht. Das würde einen modernen Touch geben, aber das passt irgendwie nicht zum Hintergrund. Ich hatte ja so eine leicht abgespacete Tür. Sowas wäre natürlich cool. Sieht nach einem Mega-Eingangsbereich aus. Ja, das passt wenigstens farblich ein bisschen. So, da muss ich hier noch mal umbauen. Ich finde es ja ganz schick, dass es so schräg ist. Ja, dann hat man hier noch so einen knappen Gang. So. Okay. Ist nicht schön, aber einigermaßen schön. So. Dann nimmt er hier auch helle Türen. So und so. Okay, und der Raum ist ja sowieso offen. Da ist überall Tapete. Das ist gut. Ja, sieht schon mal 10-mal besser aus als vorher. Jetzt kann auch der Rest von seinen Möbeln rein. Genau. Ich habe ja gelernt, man kann das Bett sogar an die Seite stellen. Aber ich finde es immer schöner, wenn sie auch außen rumlaufen können. Deswegen stelle ich es mal so einigermaßen in die Mitte. So. Vielleicht hat er ja auch gar keinen Fernseher, sondern nur so eine Art Klavier. Also sein Keyboard. Wäre doch eigentlich schön, oder? Wenn mal jemand keinen Fernseher hat, sondern sich jemand hinsetzt und Musik macht. Und die anderen hier einfach nur quatschen. Na, die Dusche, die tausche ich mal aus. Das Bild. Uff. Vielleicht hat das auch Spaß im Bad. Das ist noch ein Stuhl, falls er noch mehr Besuch hat. Eigentlich nur die Wand. Ich glaube, die Tür, die mache ich doch mal so hin. Huch! Ich muss mir mit der Steuerung wieder so ein bisschen anfreunden, ja. Okay. Hier hat er noch ein kleines Licht. Super, passt in den Schrank. Perfekt. Ja, sehr gut. Seine Deko. Sein Essen haben wir auch mitgenommen, gut zu wissen.